So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren und vorläufig erstmal letzten Folge ATS für diese Session. Wir haben noch gut 600 Meilen vor uns. Da ich letzte Folge ein bisschen rausgedrückt habe. Na, mal schauen, vielleicht haben wir die Folge die 600 Meilen. Mal gucken. Kommt das vor allem darauf an, wie verschnörkelt die Straße ist, wie abstrakt. Aber ich sag mal, es geht eigentlich. Also es ist relativ gerade, ist jetzt nicht so super verwinkelt. Das sollte eigentlich machbar sein. Tunnel. Hat er schon lange nicht mehr gehabt. Doch schon wieder einen auf der linken Spur. Was ist hier schon wieder los, Alter? Es ist voll Staub hier vorne. Haben wir Nackholm. Der ist nicht Santa Maria, ist Ave Maria Josef. Jesus Christ! Ich glaube, nach der Aufnahme mache ich jetzt mal mit dem Fenster zu. Wird langsam und vielleicht schon kalt. Ich weiß gar nicht, wie kalt es heute Nacht werden wollte. Ha! Und die Dämmerung setzt ein. Ach, wie schön.
Ernsthaft, Leute. Danke. Aber ich meine, bis jetzt kommen wir gut durch, also GG bis jetzt, wohlgemerkt. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht so viel freuen dürfen, gell? Ich hätte gleich einen tierischen Unfall bauen, 100% Frachtschaden bekommen und dreimal sterben. Digga, die fahren ja voll, die fahren alle direkt vor mir nach rechts. Der ist ja mal träumig gerade. Bin ich schon im Bett? Schlafe ich schon? Digga, das geht halt viel zu gut. Ich komme gerade einfach durch, ich habe 100 MPH drauf. Ha! Na ja, fast, aber. Digga. Sonne, es regnet nicht. Ich speichere sicher selber. Weil garantiert gleich irgendwas passiert. Es läuft einfach zu gut gerade. Hab gerade ein bisschen Angst. Oh nö, oh nö. Und da hört die Glückstrainer auf. Das war's dann wohl. Ab jetzt geht's nur noch bergab, Leute. In meinem Gedächtnis, in meinem Kopf trüdelt gerade das Lied Bergab von Bushido. So fühle ich mich gerade. Das war ein kurzer Höhenflug. Er war befriedigend. Aber der Absturz kam unerwartet und hart. Davor ist auch schon wieder Kindergeburtstag. Aber war ein Netzauto überholt. Oh, sieh nach rechts, sieh nach rechts, sieh nach rechts, 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 wo ist rechts? Das andere rechts. Oh mein Gott, sieh doch nach rechts. Was stimmt nicht mit dem Jungen? Ab bis da. Danke. Ja, ich will alles zu. Digga, mein Tag ist schon wieder halb leer. Holy shit. Aber dürfte noch für die Mission reichen. Und ganz ehrlich, nach mit diesem Flut. Let's go. Ja, Polizei, Freund und Helfer. Na dann beweis das mal. Fasst mal alle, die auf der linken Spur sind.
Ernsthaft? Ich klatsch da weg, Junge. Da ist rechts so viel Platz und der LKW, warum fährt der links? Kann man das mal erklären? Dieser Schmerz. Alter, warum brennt der Rote hier so? Aber warum ist hier 40er-Zone? Holy shit. Ah, okay. Hey, jetzt noch 30er-Zone. Und damit ist die... halt! Ja, gut. Damit ist die gesamte Hoffnung hin. Noch Ampel. Oh, natürlich rot. Was traurig ist, hinten kommen noch weitere Ampeln. Das klingt also wieder sehr nach roter Welle. Was ist das für ein weißes Haus hier? Wait. Bin ich hier noch nie lang gefahren? Lol. Ah ne, fahren wir jetzt mal hier lang. Verstehe ich gar nicht, warum wir hier noch nicht lang gefahren sind. Ist halt beides schön, ne? Hier ist ohne schöne Strecke. Aber da ist irgendwie, hätten wir hier lang fahren müssen. Hier fährt nämlich noch schöne Straßenbahn. Und hier ist halt auch schön. Weil wundert sich gerade, dass wir noch nicht lang gefahren sind. Im Privaten bin ich hier schon 200 Mal lang gefahren über die Brücke.
sehr schöne Brücke. Bitte dich mal einig. Die Kreuzung hier sieht ja schon fast wieder europäisch aus. Richtiges Kleeblatt. Was ist denn da los an meiner Köln? Kommen wir direkt die Galle hoch. Ja, jetzt sind wir wieder auf der anderen Autobahn. Auf der. Ne? Die andere Autobahn halt hier. Die fast komplett gerade durchgeht. Wo du richtig schön speeden kannst. Wenn nicht so scheiß viel Verkehr wäre. Aber ne, das ist halt schön gerade, schön durchgehend. Schön weite Kurven. Kannst du quasi mit endlos Geschwindigkeit langfahren. Kannst du so ziemlich jeden LKW aufreizen. Macht schon Fun.
Ich weiß. Frage ist, wo müssen wir eigentlich hin? Hier hinten. Da würde ich mal sagen, machen wir hier gleich mal einen Zwischenstopp. Können wir auch gleich pennen gehen. Weil wir müssen ja sowieso bald pennen. Und gleich mal tanken an der Stelle. Oh Mann. Ist ja gerade eiskalt volle kann er gegen meinen schon wieder links rechts alles voll und links ein grünes rotes Auto kommt mir immer hier bekannt vor. Alter, hat sich gerade Nebel auf. Holy Wackamole. Ah, hallo. Hatte gedacht, ich kann den Schwarzen noch überholen, aber. Da bleibt er extra stehen und dann sieht er nicht mal, dass da Verkehr kommt. Was eine Walnuss. Ja, überziehen wir gerade mal wieder ein paar Minütchen, wenn überhaupt. Ja, doch ein paar Minütchen wahrscheinlich schon. Aber. Moderat. Was? Kann er nicht pennen? Wieso nicht? Ah. Ja, wie gesagt, gleich werden wir pennen. Alles andere macht keinen Sinn. Oh, schon ist wieder Tag. Easy. So, als die Frage jetzt noch bleibt. Kann ich hier wenden? Ja. Sehr gut. Gar nichts. Ja gut, dann praktisch. Hey, die bringen die Brücke zum Einstürzen. Das ist nicht gut. Keep
Oh, von der Flugzeug hat sich bewegt. LOL. Alles fällt grün. Wir fern machen. Schon nach 0 Uhr. Ins Bett. Warte mal auf hier. Dachte, ich kann ja einfach direkt reinsliden, aber ne. Natürlich muss da wieder so ein Kaktor sein. Ey! Na, gute Fahrt. Na. Weil wir halt scheiße viel Schaden bekommen haben. 8000 Euro Verlust. Na. Boah, Alter. Haben wir fast ganz Level gemacht. Gut, das heißt, damit haben wir Level 36 fertig. Haben alle Punkte. Sind damit definitiv im Endgame. Haben mittlerweile 2 Mille. Und verdienen mehr als 3 Mille pro Woche. Also, das ist schon mal ordentlich. Und das für Folge... Ich weiß gar nicht, welche Folge haben wir überhaupt. Ich weiß nicht, mehr. Lass mir kurz Musik ausmachen. Wir können beide auch mal wieder. Mal wieder richtig speichern hier. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Rein an. Einer sind zwei. Mal schön Quick Save. Bam. Das heißt, wir haben mit Folge 224, ja, mit Folge 224 das Let's Play Ziel erreicht. Ich weiß noch nicht, was ich in Zukunft mache, ob wir einfach weiterfahren oder, I don't know, wahrscheinlich ja. Auf jeden Fall, wenn wir weiterspielen, ja, wie gesagt, wir haben erstmal 2 Mille im Portemonnaie. Ich weiß noch nicht genau. Oh, können wir jetzt eigentlich einfach nochmal noch eine Garage kaufen? Haben wir noch nicht so viel. Ja, können wir eigentlich machen, was wir wollen. Vielleicht krallen wir uns mal wieder unseren großen Auflieger, diesen 18, also den mit den 9 Achsen. Und fahren mit dem mal wieder ein bisschen rum. Mal schauen. Wie gesagt, ab jetzt ist einfach eigentlich nur noch einfach rumfahren. So, also. Wie dem auch sei. Tja, bei ETS weiß ich gerade gar nicht, wie weit wir bei ETS eigentlich sind, aber ETS müssten wir mittlerweile auch schon fast bei Level 36 sein. Ich glaube, da, also wir brauchen da noch ein paar Level mehr, aber da sind wir auch schon fast Level 36, irgendwie Level 33 oder so sind wir gerade da. Aber mal schauen. Das wird auf jeden Fall noch spaßig. Vielleicht mache ich dann doch auch tatsächlich mal erstmal einen Alaskan Truck Simulator Let's Play, so als Special zwischendurch. Und dann, wie gesagt, muss ich mal gucken, wie ich das am dümmsten mache. Ob wir da dann tatsächlich einfach neu anfangen oder einfach weitermachen. Oder mal ein paar Mods ausprobieren. Aber mache ich ungerne. Ah, überlegen wir uns mal. Bis dann. Auf jeden Fall sehe ich es erstmal wieder ETS und dann mein Test.